Es passierte etwa im Jahr 2011, als ich 13 war. Eines Tages plante einer meiner Freunde eine Party bei ihm zu Hause, also fuhr mich mein älterer Cousin hin. Die Fahrt dauerte fast 4 Stunden. Als ich endlich ankam, war es etwa 8 Uhr abends. Einige Stunden später hatten wir eine Menge Spaß, jedoch musste ich plötzlich dringend ins Bad. Während ich im Bad war, vergingen etwa 5 Minuten, bis ich ein Rascheln aus Richtung des Waldes hörte. Zunächst dachte ich, es sei ein verspäteter Partygast. Doch dann schlug die Person laut gegen das Glas. Ich überlegte, ob es vielleicht mein Freund sein könnte, um zu überprüfen, ob es mir gut ginge. Ich rief, dass ich im Bad war. Es war jedoch nicht mein Freund. Es war ein Mann, der aussah, als wäre er Mitte 50. Er sagte, sein Auto sei liegen geblieben. Dann fragte er, ob ich ihm helfen könne. Doch ich hatte große Angst vor Fremden. Also sagte ich, dass ich keine Ahnung von Autos hätte. Er nickte und ging davon. Als ich endlich fertig im Bad war, ging ich zurück zu den anderen. Ich erzählte meinem Freund, was ich gesehen hatte und was der Mann gesagt hatte. Mein Freund schaute mich an, als hätte er gerade einen Geist gesehen. Dann erklärte er, dass dieser Mann seine Familie seit 2 Monaten stalken würde. Auch er hatte ihn einige Male vom Bad aus gesehen. Während er sprach, dachte ich, er würde überreagieren. Bis ich plötzlich ein lautes Klopfen an der Tür hörte. Er schlug kraftvoll dagegen. Alle Anwesenden hielten inne und schauten erstaunt zur Tür. Einer der Gäste brach das Schweigen und meinte, es sei sicher nur der Pizzalieferant. Mein Freund sagte, wir sollten auf keinen Fall an die Tür gehen. Ich schaute durch den Spion. Dort war er. Derselbe Mann, den ich auch durchs Badfenster gesehen hatte. Er hatte das Gesicht eines Psychopathen und leckte sich dauernd über die Lippen. Wir alle standen unbeweglich da und hofften, dass der Mann wieder gehen würde. Nach einigen Minuten hörten wir Lärm aus dem Keller. Der Mann hatte einen Stein ins Fenster geworfen und war so ins Haus gelangt. Es klang wie ein Schuss, als das laute Geräusch langsam im Haus verhallte. Mein Freund, so wie der Großteil der übrigen Gäste, schrie und rannte aus dem Haus. Ich blieb mit einigen anderen zurück. Eines der älteren Kinder, welches anscheinend Kampfsport betrieb, griff den Mann an. Dieser schoss auf ihn. Danach entkam der Mann und rannte in den Wald. Die gesamte Situation war absolut chaotisch. Bald erschien ein Krankenwagen sowie ein Polizeiwagen. Glücklicherweise überlebte der Junge den Schuss. Nachdem einige Tage voll intensiver Ermittlungen vergangen waren, erklärte die Polizei meinem Freund, dass sie den Mann gefasst hätten. Es stellte sich heraus, dass er im Wald lebte. Er hatte außerdem 3 Kinder entführt, doch diese wurden rechtzeitig gefunden und befreit. Sie fanden überdies heraus, dass er bereits einige Kinder getötet hatte. Er wurde danach für mehrfachen Mord verurteilt. Mein Name ist Melanie. Diese Geschichte ereignete sich, als ich 6 Jahre alt war. 1989 lebte ich in San Bernardino, Kalifornien. Eines Nachts, nachdem ich meine Lieblingsserie gesehen hatte, beschloss ich, bei meiner Mutter zu schlafen. Normalerweise schlief ich in meinem eigenen Bett, doch ich ging in ihr Zimmer und sie lächelte mich an. Während ich dort schlief, hatte ich einen Traum, in welchem ich in einem Park war. Es war sonnig und um mich herum waren viele große Bäume. Ich saß im Auto und meine Mutter stand auf dem Gehweg. Dann versuchte ich, die Autotür zu öffnen, doch es ging einfach nicht. Als ich gegen die Heckscheibe schlug und nach meiner Mutter rief, stand sie nur da, lächelte mich an und winkte. Dann wachte ich weinend auf. Meine Mutter wachte ebenfalls auf, streichelte über meinen Rücken und fragte, was los sei. Ich wollte den schrecklichen Traum nicht wiederholen. Nichts, antwortete ich und schlief wieder ein. Ich hatte keine weiteren Albträume. 1 Jahr später zogen wir nach Las Vegas. In wenigen Wochen stand mein 7. Geburtstag an. Mein älterer Bruder, meine Schwester und ich fuhren zum Flughafen, um meine Tante aus Washington für eine Weile zu besuchen. Nachdem wir eingecheckt hatten, passierten wir die Security und bereiteten uns auf den Flug vor. Als ich mich zu meiner Mutter umdrehte, lächelte sie und winkte mir zu. Es war genau wie in meinem Traum.
Während des Fluges konnte ich das unangenehme Gefühl nicht ignorieren. Trotz meiner Angst kamen wir ohne Probleme bei meiner Tante an. Aufgrund meines anstehenden Geburtstags hatten wir eine große Party geplant. Als der Tag gekommen war, rief meine Mutter an, um mir zu sagen, wie sehr sie mich liebte. Es war das letzte Mal, dass ich ihre Stimme gehört hatte. Ich war damals so glücklich. Ich wartete darauf, dass meine Mutter kommen würde, um Zeit mit uns zu verbringen. Einige Tage später sagte mein Onkel, wir sollen ins Wohnzimmer kommen. Er müsste uns etwas Wichtiges erzählen. Ich sah, dass meine Schwester auf einem Stuhl in der Ecke weinte. Er erklärte, dass unsere Mutter nicht länger bei uns war. Zuerst verstand ich nicht, was er meinte. Dann erklärte er, dass sie bei einem Autounfall gestorben war. Es gab in meinem Leben keinen Tag, der mich stärker aus der Bahn warf als dieser. Jeder im Wohnzimmer weinte. Es war unglaublich traurig. Auch wenn ich jetzt erwachsen bin, verfolgt mich der Traum mit meiner lächelnden und winkenden Mutter noch immer. Ich hoffe, diese Geschichte motiviert euch, eure Liebsten immer wertzuschätzen. Denn jeder Tag könnte der sein, an dem ihr sie zuletzt seht oder mit ihnen redet. Es war spät abends und ich fuhr den Highway entlang. Ich war auf dem Weg nach Hause von der Party eines Freundes. Da ich unglaublich müde war, beschloss ich, in einem Hotel in der Nähe einzuchecken. Es war ein kleines Hotel, eigentlich ganz normal, doch auch ein wenig gruselig. Nachdem ich eingecheckt hatte, bekam ich den Schlüssel und meine Zimmernummer. Ich war Zimmer 23. Ich ging durch den Flur. Während ich an den Türen vorbeiging, hörte ich ein Kind in Zimmer 20 lachen. Das Zimmer war nur 2 Türen von meinem entfernt. Ich hielt inne. Dann fiel mir auf, dass die Tür des Zimmers etwas anders aussah als die übrigen. Sie war älter und hatte ein großes Schlüsselloch. Es war so groß, dass man leicht hindurchschauen konnte. Ich war neugierig darauf, was sich innen abspielte. Also schaute ich hinein. Dort sah ich ein Mädchen, welches auf dem Bett saß. Ihr Gesicht war dem Boden zugewandt. Ich konnte es außerdem nicht richtig erkennen, da ihre Haare alles verdeckten. Sie trug ein Kleid, welches eher an die 90er gepasst hätte und sehr dreckig aussah. Ich fand das Ganze merkwürdig, ließ es jedoch unbeachtet. Dann ging ich in mein Zimmer, schloss die Tür ab und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen ging ich wieder durch den Flur. Ich weiß nicht warum, doch ich hatte das Bedürfnis, wieder durch das Schlüsselloch von Zimmer 20 zu schauen. Ich hielt vor der Tür an und schaute hinein. Dieses Mal konnte ich jedoch nichts sehen oder hören. Es war nur rote Farbe erkennbar. Ich dachte, sie hätte mich vielleicht gestern gesehen, als ich hineingeschaut hatte, und daher das Schlüsselloch mit einem roten Tuch verstopft. Ich hielt es für kindisch, aber auch irgendwie süß. Während ich lächelte, entfernte ich mich von der Tür und ging zum Tresen. Bevor ich ging, fragte ich die Dame an der Rezeption: "Hey, was ist eigentlich in Zimmer 20 los? Warum sieht die Tür so anders aus? Und warum ist das Mädchen allein?" Sie starrte mich einen Moment lang an und begann dann zu erzählen. "Oh, sie meint Zimmer 20. Bevor dieses Hotel renoviert wurde, hat eine Familie das Zimmer bezogen. Das Pärchen hatte eine Tochter. Sie wollten hier ihre Ferien verbringen. Dann haben sie jedoch die Tochter umgebracht. Noch bevor die Polizei ankam, haben die Eltern sich auch getötet. Merkwürdig daran ist, dass seitdem viele Gäste behaupten, immer wieder ein Mädchen durch die Flure laufen zu sehen. Sie sagen, ihre Augen sind rot, so als würde sie Tränen aus Blut weinen." Ich fand ihre Geschichte schockierend. Mein Herz schlug wie wild und ich konnte nicht antworten. Was war das rote Ding? Hatte sie mich durch die Tür beobachtet, während ich hineinschaute?